Wunderschönen guten Abend, werte Freunde der Expertenrunde. Wir machen eine wundervolle neue Expertenrunde, diesmal mit dem Thema Desert Bus 2. Wie ihr euch sicher noch erinnert, haben wir, ihr alle erinnert euch, da war der heißbegehrte Ausgabe, da haben die Leute gesagt, geil. Und zwar haben wir schon mal über die Desert Bus Charity geredet. Die Leute waren heiß darauf, darüber mehr zu erfahren. Und zwar, dass es eine Charity gibt mit Desert Bus. Desert Bus ist ein Spiel, in dem man die ganze Zeit nur geradeaus fährt und einfach nichts macht. Aber man muss auch die ganze Zeit am Controller sein, weil der Bus dann zur Seite schwankt und es läuft in Echtzeit und man, ich glaube, 8 Stunden war man unterwegs. 8 Stunden ist man unterwegs, Las Vegas kommt, ja. Und dann kann man wieder zurückfahren. Wenn man zwischendurch in den Graben fährt, wird man in Echtzeit wieder abgeschleppt. Und das ist im Grunde das Prinzip davon. Es ist ein Spiel, das einfach nur langweilig sein soll. Und das war veröffentlicht auf Ben & Teller's Spiel. Ben & Teller könnte man vielleicht kennen von Ben & Teller's Bullshit. Könnt ihr euch auf YouTube ein paar Folgen anschauen. Ist empfehlenswert. Die Show. Auf jeden Fall, da war das da drauf und das ist nie wirklich rausgekommen, aber dann ist irgendwie geleakt worden und dann wurde dieses Spiel immer für Charities verwendet. Die haben dann immer ihre Desert Bus Charity gemacht und da haben sie einfach Spenden gesammelt und sind dann mit dem Desert Bus gefahren. So, das ist soweit die Vorgeschichte, die wir natürlich alle schon kennen. Und jetzt wurde angekündigt, dass an Teil 2 gearbeitet wird von Desert Bus. Und zwar soll das ein Virtual Reality Spiel werden, also für Oculus und PlayStation VR, was relativ lame ist. Ich hätte ja gern so an sich ein schickes Desert Bus. Ich hätte halt echt Bock drauf. Das ist der wahre Euro Truck Simulator, liebe Leute. Aber nur fahren oder auch so wirklich so anhalten, Leute mitnehmen? Und nein, wer steigt denn in der Wüste ein, Ricky? Ja, weiß du ich kannst nicht. Halt die Türen aufmachen, es gibt einen Soundeffekt. Vielleicht, also Frage, machen sie es denn jetzt nur so, wie es jetzt ist? Also so pixelig oder machen sie komplett neu HD schön? Die machen komplett neu HD, Oculus Rift, Virtual Reality, alles. Ah, ich hab Bock. Ja, das wird ja shit auch auf Oculus und VR. Ja, ist doch geil. Hättest du keinen Bock drauf? Alter, du musst 8 Stunden am Stück mit diesem Bus fahren. Ist doch geil, einmal Busfahrer sein. Du fährst mit dem Bus und schaltest den Kopf aus. Ja, ist doch geil. Das kannst du gut für Streams machen, weißt du, wie du da die Zeit totschlagen kannst. Da spielst du Musik im Hintergrund, das ist eine Never-Ending-Challenge. Ja, das ist eine Never-Ending-Challenge. Und das Ganze soll übrigens auch hauptsächlich natürlich weiterhin auch für Charities verwendet werden. Ist doch geil. Das ist der Grundgedanke dahinter. Bestrafung, wenn du eine Never-Ending-Challenge nicht geschafft hast, spielst du 12 Stunden lang Desert Bus. 8 Stunden. Ja. Aber tatsächlich, 16, also muss er wieder zurückfahren, ne? 16 Stunden, ja. Tatsächlich ist das nicht das Einzige, denn auf dem originalen Spiel, dessen Name mir entfallen ist, ich glaube Penn & Teller's irgendwas, bei dem das halt da nicht fertig ist. Smoke also and Mirrors. Und dann Penn & Teller's Smoke and Mirrors. Ah, okay, genau. Pen & Papers, Smoke and Mirrors, da war es auch so, dass es noch mehrere Minispiele darauf gab, die halt alle LOL-Trollotastisch sind, um Leute zu verarschen. Und da sind auch da ein paar drauf. War das nicht so Spiele, die verarschen wollen. war das nicht so ein Ding, ja, Spiele sind zu realistisch, wir geben euch lieber realistisch? Ja, das ist bei Desert Bus dann nicht bei allen. Ach so. Ja, wir reden doch über Desert Bus. Ja, das ist nur Spiele das. Da dabei und ja, die werden halt mehr so dabei sein, aber interessiert nicht mal wirklich jemanden. Und ich bin wirklich tatsächlich sehr, sehr enttäuscht, dass man scheinbar nicht normal spielen kann. Ich meine, ich habe keine PlayStation 4 und auch da will ich kein VR-Bullshit. Ich werde mir ganz sicher keine Oculus kaufen. Preis wurde ja bekannt gegeben von der Oculus Rift. Hat ihr Bock? Nee. Ich meine, in Deutschland, wenn man alles umrechnet, wirst du so geile 900 Euro dafür zahlen. Was natürlich berechtigt ist, weil es auch ein Hightech-Gerät ist und alles, aber nee, trotzdem, das ist teuer. Ja, das ist jetzt zu Beginn der erste Preis, ne? Abwarten, wenn's günstiger ist, dann hol ich mir vielleicht so ein Ding. Wie gesagt, ich will den Porn ja auch nutzen. Ich hätte an sich Bock drauf, aber nicht zu dem Preis. Ja, zu dem Preis, für den Preis ist halt noch zu viel, aber wenn es dann soweit ist. Und dann Desert Bus 2, ja, nimmt man da mal mit, kann man da ja mal testen. Muss ich ja nicht durchspielen, ist ja nicht meine Pflicht. Du kannst es auch nicht durchspielen. Das doch, ist klar. Gegen die Natur des Spiels. Wenn ich 8 Stunden dahin fahre, habe ich es durchgespielt. Ja, und du musst wieder zurück. Dann hast du einen Punkt. Ach, Quatsch. Und wie viele Punkte braucht man? Dann hast du einen Punkt, Wollo. Das ist der Witz an der ganzen Sache. Es nimmt kein Ende. Ja, natürlich nimmt es kein Ende. Das Leben eines Busfahrers nimmt auch erst das Ende, wenn er tot ist.
Und wenn das seine Linie ist, dann ist das seine Linie, bis er tot ist. Das Leben eines Busfahrers. Ich bin in diesem Bus geboren und ich werde in diesem Bus auch sterben. Ja, wenn es gut läuft. Kannst du alles geben. Wie gesagt, als ob nicht schon mal jemand, irgendein Busfahrer im Bus gestorben ist. Und geboren ist bestimmt auch irgendwann mal, natürlich ist irgendwann mal irgendjemand im Bus geboren. Aber ob die Person dann auch noch Busfahrer geworden ist? Kann sein, dass sie vielleicht so ein traumatisches Erlebnis da im Bus hatte, dass sein Unterbewusstsein ihn immer wieder zu denen zurückzieht. Ja, und dann kann es halt auch sein, dass er die Linie da fährt, ne? Irgendeiner muss die Linie fahren. Vielleicht sind ja die Zugliebhaber in den Zug geboren worden. Die Zugliebhaber, die immer so auf YouTube-Videos machen zum Beispiel. Ja, in Hamburg ist da der Zug nach Schleswig-Holstein, der ist da vorbeigefahren um 18.30 Uhr. Dann schreiben Leute die Kommentare, was, um 18.30 Uhr? Man fährt doch immer um 18.27 Uhr. Ja, ich weiß, das ist verrückt, das gibt's wirklich. Es gibt da so Zugvideos auf YouTube, es ist eine Welt, die sich mir nicht erschließt. Wieso weißt du das? Wir bekommen vieles mit auf YouTube. Ich merke schon. Treibt sich aber in Gegenden rum, von denen ich noch nie gehört habe. Weißt du, in den Gassen, wo Mutti immer uns vorwarnt, ne? Da ist der Mock zu Hause. Da sitze ich und sag, hey, wollt ihr mal ein Busvideo sehen? Kommt, Bus bauen. Nein. Oh. Von diesen Seiten halte ich mich dann doch fern. Im Idealfall. Manchmal egal. Verlauf ist gelöscht, keiner kann mir was nachweisen. Gut, das war dann soweit der Desert Bus 2. Freut ihr euch? Spielt ihr mit? Kommentare? Habt ihr Bock? Ja, hab ja voll Bock drauf. Natürlich habt ihr Bock drauf. Ich glaube, jeder hätte tatsächlich Wartet Bock drauf. Mal ab, zwei, wenn drei Jahre noch. Ist. Wenn das dann preislich okay ist, dann gibt's ein Longplay. Oder wenn sie entdeckt haben, dass es eine scheiß Idee war und sie es auch einfach für ganz normale Teile rausbringen können. Werden sie wahrscheinlich auch. Dann gebe ich den geilen 5 und sage ich, geil, jetzt fahre ich mit meinem Desert Bus. Das machen wir an. Okay. Ich spiele bis dahin weiterhin Euro Truck Simulator 2. Du kannst doch noch so ein geiles Lenkrad anschließen. Dann bist du der Busfahrer. Geil. War immer mein Traum. Wäre schon cool. Es hätte schon tatsächlich was. Das ist das Traurige daran. Ja. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, das hat was. 2. Da war ein Update. Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals wieder darüber reden werden, aber wir haben es tatsächlich getan. Ich bin auch überrascht. Ich auch. Deswegen musste ich sofort reinnehmen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und gute Nacht. Tschüss.